Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben ein Thema heute Nacht und das Thema heißt: Ich habe Angst vor diesem Mann und möchte gerne mit euch reden, die ihr vor einem bestimmten Mann große Angst habt oder hattet. Wir sind 12 Minuten hier im Radio alleine und dann kommt das Fernsehen dazu und dann begrüße ich die Fernsehzuschauer auch nochmal. So, aber gleich zur Sache hier bei uns. Irmgard ist 47 und bei mir. Hallo. Ja, hallo. Hallo Irmgard. Du hast auch zu diesem Thema "Ich habe Angst vor diesem Mann" angerufen. Ja. Wer ist es? Mein Vater war es. Der Vater war es. Ja. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich mich durchsetzen konnte, ihm gegenüber durchsetzen konnte. Und es sind heute noch so Situationen, ich habe zum Beispiel für gewisse Gerichte, die ich nicht essen wollte, Schläge bekommen, bis ich die gegessen habe. Dann. Ja. Was war das für ein Gericht zum Beispiel? Zum Beispiel rohe Zwiebeln. Und wenn ich die jetzt noch schmecke, also ich kann es nicht. Wenn ich die Zwiebel im Mund nehme, kommen die hoch. Ja. Ich habe diese Ängste wieder, die ich früher hatte. Ja. Was war noch für ein Gericht? Eigentlich so generell vieles. Spinat oder... Was Kinder oftmals nicht gerne essen. Und, ja, aber Rosenkohl, irgendwelche solche Dinge. Ja. Wo ich eigentlich... Oder Suppengrün in der Suppe, wenn es zu viel Suppengrün in der Suppe war oder so. Hat er dich richtig vermöbelt dann? Aber... Er war Choleriker, oder beziehungsweise ist es noch, aber ist jetzt im Laufe seines Alters auch ruhiger geworden. Mhm. Und manchmal auch einsichtiger, hoffe ich. Also das heißt, du bist in deiner Kindheit sehr viel und sehr oft geschlagen worden? Ja, mit allem, was er dann gekriegt hatte. Aber meistens mit seinem Schlappen oder Besenstiel oder was ihn halt dann gerade greifbar war. Ja. Wie hat die Mutter sich verhalten? Sie hat immer wieder versucht, dazwischen zu gehen, aber ist ja dann selber unter der Prügel leiden müssen, was mir dann noch zusätzlich dieses Schuldgefühl gegeben hat. Warst du Einzelkind? Nein, ich hatte noch eine ältere Schwester. Und dir ging es genauso? Nee, eben nicht. Eben nicht? Es war so, dass meine Eltern jeder ein eigenes Kind hatte. Meine Schwester war das Kind meines Vaters und ich war das Kind meiner Mutter. Ach so, klassisch also. Er hat sein eigenes Kind bevorzugt und dich hat er geschlagen. Ja. Was natürlich dann noch viel schlimmer alles ist, ne? Ja, das war... Du hattest dann in der Schwester auch keine Verbündete, ne? Nee, wir hassen uns bis heute. Mhm. Mhm. Wie lange hat er dich denn geschlagen? Wie alt warst du? Also das letzte Mal, da war ich 15. Oh. Oh. Ja. Mhm. Und hat er dich auch mal so schlimm geschlagen, dass du ins Krankenhaus musstest? Ja. Also ich hatte Nierenquetschung. Mhm. Dann oft auch so, dass... dass ich sehr viel blaue Flecke und so hatte. Mhm. Und das Schlimme war für mich immer, ich musste mich dann nach dieser Prügel, wenn ich mich dann in mein Zimmer zurückgezogen hatte, kam dann meine Mutter rauf und ich musste dann zu ihm runter ins Wohnzimmer und ich musste mich bei ihm entschuldigen. Mhm. Dir geht's jetzt noch ins Herz, ne? Ja, ich habe ihn dafür gehasst. Mhm. Ja. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe ihn A dazu gehasst, dass er meine Mutter so geschlagen hat. Ja. Dann hatte ich eine Wut auf meine Mutter, weil die ich musste mich für etwas entschuldigen. Ich fühlte mich überhaupt nicht schuldig und musste sagen, es tut mir leid. Also das fand ich so widersinnig. Ja. Letztendlich wahrscheinlich auch eine Wut auf die Mutter, obwohl Mitleid auch da war, aber auch eine Wut, dass sie doch nicht eingeschritten ist irgendwie. Nee, ich fühlte mich von ihr dann in dem Moment verraten. Klar, mhm. Ja. Und diese Angst war selbst noch da, als ich verheiratet war, dass ich gewisse Dinge einfach zu Hause oder mit ihm zusammen, ich hätte ihn nie auf irgendwas angesprochen oder um irgendwas gebeten und losgelöst habe ich mich von dieser Angst, als es um meine eigenen Kinder ging. Mhm. Er hatte sie zwar nicht geschlagen, aber er hat sie ständig dann versucht anzubrüllen und seine Erziehungsmethoden von damals so, beim Essen wird nicht getrunken und dies nicht und das nicht und jenes nicht und das ältere Kind muss immer auf die jüngere Schwester aufpassen. Die sind nur 22 Monate auseinander, meine Kinder, da konnte keiner auf den anderen aufpassen. Und da bist du dazwischen gegangen. Und da habe ich ihn furchtbar zusammengeschrien und habe ihm gesagt, klipp und klar gesagt, wenn er sich noch einmal wagen sollte, einen meiner Kinder in irgendeiner Art und Weise anzugreifen, würde er mich und die Kinder nicht mehr wiedersehen. Hat es gewirkt? Er hatte dann nochmal einen Ausflipper und dann habe ich 2 Jahre den Kontakt zu ihm abgebrochen. Oh.
habe die Straßenseite gewechselt. Wir haben drei Häuser voneinander gewohnt. Was natürlich auch wieder schwierig war für deine Mutter, ne? Weil die, ja, die hing dazwischen. Also ganz klassisch. Ja, aber das hast du dann auch. Du hast es durchgezogen. Ja, aber das hast du dann durchgezogen. Das habe ich knallhart durchgezogen. Ja, ich habe so das Gefühl, wenn ich mich selber nicht schützen kann vor dieser Angst. Meine Kinder sollten nie solche Angst vor irgendjemanden haben. Hast du denn irgendwann mal mit deinem Vater über dich auch gesprochen und deine? Ja. Wie alt warst du da? Angefangen habe ich mit 28, ihn immer wieder darauf anzusprechen, worauf das immer dann hieß, ich hätte übertrieben, ich würde das alles ganz falsch darstellen. Ich hätte ja schon immer einen Hang zum Übertreiben gehabt und ich sollte mich nicht so anstellen. Und jetzt aber muss er, hat sagen, er hat ja nicht aggressiv reagiert, hätte ja auch sein können, dass er sagt, lass mich Ruhe mehr mit und er hat einfach nur gesagt, du spinnst. Und jetzt muss ich sagen, sieht meine jüngste Tochter auf Fotos jetzt genauso aus, wie ich damals immer ausgesehen habe. Und vor gut einem halben Jahr war ich mit ihr zusammen zu Besuch bei ihm. Und ich habe das Gespräch wieder darauf gebracht, was ihm sichtlich unangenehm war. Und er hat nach all den Jahren im Beisein meiner Tochter gesagt, wie sehr er es bereut, dass ich so eine schlechte Kindheit hatte. Oh. Und dass er es gerne rückgängig machen würde. Aber er wäre damals der Meinung gewesen, das Richtige getan zu haben. Ich meine, irgendwas, das ist ja toll. Ja. Ne, das ist wirklich toll, dass jemand dann, ich vermute mal, dass es ein sehr alter Mann mittlerweile ist. Ja, 76. Ja, dass er dann doch noch die Größe hat, das dann zuzugeben und nicht völlig verhärmt und verkantet in sich ist. Und dieser Satz hat ja etwas bewirkt bei dir, dass du verzeihen kannst? Ich habe schon lange versucht, ihm zu verzeihen, weil im Laufe der Jahre habe ich schon gesehen, dass er damals in einer Situation gefangen war. Er war in seiner Ehe nicht glücklich, er war in seinem ganzen Leben zu der Zeit überhaupt nicht glücklich. Und meine Mutter war ihm vom Intellekt dreimal überlegen und da hat er sich wahrscheinlich auch minderwertig gefühlt. Und irgendwo musste er wahrscheinlich auch seinen Druck und alles ablassen. Und gut, er ist sehr derbe mit meiner Mutter umgesprungen. Es ging, dass ich nachts die Polizei anrufen musste, damit er aufhörte zu schlagen und solche Sachen. Und das bleibt irgendwo noch. Dennoch, glaubst du, dass du wirst noch Frieden mit ihm schließen können? Wir haben jetzt erstmal, sag ich mal, so einen lockeren Kompromiss geschlossen. Ich habe jetzt erstmal ich akzeptiere es jetzt, dass es ihm leid tut. Ja. Und ich versuche mich ihm zu nähern und ich versuche jetzt so auch von meinem Alter her, man stellt ja auch selber fest, man hat ja auch nicht immer alles richtig gemacht. Ja, ja. Und ich würde mich ja auch freuen, wenn ich jemanden, egal wie, mal verletzt habe, wenn der dann auch die Größe hat, zu sagen, ich verzeihe, ich kann nicht vergessen, aber ich kann verzeihen. Ich finde es auch. Und vor allen Dingen, habt ihr jetzt noch die Chance, das in irgendeiner Form zu regeln? Er lebt noch. Ja. Ne, wie schlimm, wenn er plötzlich sterben würde und das nicht mehr geht, ne? Ja, also meine Mutter ist mit 53 verstorben, also ist jetzt 18 Jahre her. Und ich denke, es wäre schöner gewesen, wenn wir das zu ihren Lebzeiten hätten alles noch regeln können. Denn sie hatte keinen leichten Tod und das war schon eine zusätzliche Belastung, dass ich mich da auch wieder schuldig gefühlt habe, weil, naja, ich war immer an allem, ich war so prädestiniert schuldig. Was meinst du, was für dich das Schlimmste ist, was zurückgeblieben ist von dieser Zeit? Für dich, für deine Entwicklung, deine Seele, deine Psyche? Ja, also ich reagiere furchtbar aggressiv auf dominante Männer. Ja. Also ich kann jemanden, der zu mir kommt und sagt, jetzt sage ich dir mal, wo es lang geht, so. Oder wenn er, du hast ja keine Ahnung, jetzt werde ich dir... Da flippe ich erstmal aus. Ich reagiere ganz, ganz schlimm, wenn ich sehe, dass irgendjemand geschlagen wird. Ja. Egal, ob's Eltern, Kinder oder irgendwie, oder Kinder untereinander. Ich kann Gewalt überhaupt nicht gut um mich herum haben. Mhm. Du hast gesagt vorhin, dass du mit 15 das letzte Mal geschlagen worden bist. Wann bist du dann von zu Hause rausgegangen, weggegangen? Mit 21. Achso, und dann hat er an sich gehalten. Ja. Naja, da hatte ich dann mit 15 meinen ersten festen Freund und ich muss sagen, der war zwar nur 2 Jahre älter als ich, aber der hat sich meinem Vater entgegengestellt und hat gesagt, wenn er mich noch einmal schlagen würde, würde er mich einfach mitnehmen. Mhm. Jetzt im Nachhinein, du bist deine Mama leider schon so lange verstorben. Mhm. Dennoch so im Nachhinein und auch mit der Distanz zu allem, würdest du doch sagen, dass sie eine gewisse Schuld trägt? Ja. Ja, ne?
Einmal A, hat sie ihn sehr oft provoziert, wenn er zum Beispiel dann gesagt hat, wenn, ja, dieses dein Kind, mein Kind, das hat sie dann immer so, ja, du Heike, hackst ja nur auf die Kleine rum, und sie wusste, dass ich auf der Treppe sitze im Flur und das alles höre. Und dann hat sie so ganz bewusst Sachen gesagt, die meinen Hass gegen ihn ja noch aufwiegelten. Zum Beispiel das Erste, was mein Vater gesagt haben soll, als er in den Kinderwagen geguckt hatte nach meiner Geburt: Mein Gott, was ist das für ein hässliches Blach. Ja, wenn man das so mit 8 Jahren hört, das fördert nicht unbedingt das Zusammenleben dann mit dem Vater. Ne? Stimmt nicht. Das hast du mit deiner Mutter aber nicht mehr besprechen können. Andeutungsweise. Ja. Aber sie war dann der Meinung, er hätte mich nie geliebt und er hätte mich auch nie gewollt, weil er immer einen Sohn haben wollte. Sie war fest davon überzeugt, dass ich dieses ungeliebte Kind war. Und dass er überhaupt nicht in der Lage gewesen ist, sie oder mich zu lieben, also uns beide. Er hätte uns beide überhaupt nie geliebt. Weder sie als Frau, noch mich als sein Kind. Ja. Oh, heftig, heftig. Ja. Aber dennoch hat es ja irgendwie noch eine positive Wendung dadurch, dass er das eingesehen hat. Das finde ich sehr erstaunlich und ein sehr wichtiges Ding. Ja. Und würde euch sehr wünschen, dass ihr doch in irgendeiner Weise noch euch die Hand reichen könntet, also im übertragenen Sinne auch. Nicht, dass du irgendwann auch in seinem Grab stehst und denkst, ich hätte das vielleicht doch noch besprechen müssen, oder? Nee, das habe ich mir für mein Leben eigentlich mitgenommen, dass ich Dinge nicht mehr unausgesprochen lasse. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe jemanden verletzt, spreche ich ihn drauf an. Ja. Und auch umgekehrt, wenn ich verletzt werde, sage ich das auch sofort. Ja. Und es hat ja auch, wie gesagt, seitdem ich 28 eigentlich bin, habe ich jedes Jahr immer wieder gelöchert und ihn immer wieder vor diese Geschichte gestellt. Irgendwie habe ich gedacht, der flippt wirklich mal irgendwann aus und sagt, ich will es nicht mehr hören. Aber ich denke, steht der Tropfen, hört den Stein. Das irgendwann. Das glaube ich auch. Irgendwann, liebe Irmgard, ne? Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute. Ja. Mach's gut. Ja, danke. Tschüss. Bis dann, tschüss. So, meine Lieben, ein paar Sekunden machen wir Musik und dann kommt das Fernsehen dazu. Fernsehzuschauer, ich grüße euch auch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ein bisschen zu spät sind wir, bitten das zu entschuldigen, aber ich hatte es gestern ja auch schon angekündigt. Wir haben heute Abend, heute Nacht eine Themennacht und das Thema heißt: Ich habe Angst vor diesem Mann, und möchte gerne mit euch reden, die ihr schon einmal große Angst vor einem Mann hattet oder vielleicht sogar zurzeit große Angst vor einem Mann habt. Vor einem Vater, vielleicht vor einem Partner, vor einem Chef, wie auch immer. Wenn ihr gerne mit mir darüber reden wollt, mir das erzählen wollt, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder Faxnummer 0800 220 5051 oder Mailadresse domian@wdr.de. Unser Thema heute Nacht: Ich habe Angst vor diesem Mann. Und hier ist Stefanie. Und Stefanie ist 25 Jahre alt. Stefanie war in der Leitung. Dann geht es weiter mit Frage meiner Regie. Mit wem machen wir weiter? Mit Helga. Und Helga ist 37 Jahre alt. Hallo. Ach, hallo. Hallo, Helga. Du hast auch zu dem Thema angerufen: Ich habe Angst vor diesem Mann. Ja, weil das bei mir auch aktuell ist. Also, welcher Mann ist es denn? Das ist ein Mann, mit dem ich vor 10 Jahren 2 Jahre zusammen war. Der ist im Moment inhaftiert. In ja. Vor 10 Jahren 2 Jahre zusammen. Da könnte ja, man ja eigentlich. Also, da war er draußen gewesen. Also, er war ja draußen, da war ich 2 Jahre zusammen und dann ist er inhaftiert worden. Ja, das heißt, die ganze Sache ist lange schon, liegt lange hinter uns. Und nein, ich muss auch dazu sagen, ich war 7 Jahre, wo er jetzt im Gefängnis war. Also, mehr oder weniger
habe ich den besucht und... Ach so, es hat Kontakt bestanden zwischen dir und ihm. Ja. Ja. Und wieso hast du Angst vor ihm? Weil er mich erschießen möchte. Weil er halt... angedroht hat. Er will dich erschießen? Ja, er will mich besitzen. Und wenn er mich nicht besitzen kann, möchte er mich umbringen. Wie lange ist er noch im Knast? Soll nächstes Jahr entlassen werden. Und hatte jetzt schon Haftlockerung gehabt. Und dann haben mich Menschen, die mich auch gerne haben, angesprochen und gesagt, pass auf. Und ich muss dazu sagen, ich war jetzt vor 2 Jahren mit jemandem zusammen, hatte ich einen festen Freund. Mhm. Und da hatte er Hafturlaub und hat mich aufgesucht und hat meinen Freund vor meinen Augen zusammengeschlagen, vor meinen Kindern. Mhm. Und wir hatten Angst, wir sind ruhig geblieben. Am nächsten Tag musste er wieder ins Gefängnis und dann sind wir alle zur Polizei gegangen. Ja. Und dann hatte er natürlich wieder 2 Jahre, also 1,5 Jahre jetzt keinen Ausgang mehr. Wegen dieses Vorfalls. Weswegen sitzt er im Knast? Das weiß ich nicht so ganz, weil mir das nie so wirklich gesagt worden ist. Du hast seit so vielen Jahren, seit 7 Jahren Kontakt mit jemandem, der im Knast sitzt jetzt, seit so langer Zeit schon. Der sitzt wie lange schon im Knast genau? Ach, jetzt 10 Jahre, mehr wie 10 Jahre. So, und dann weißt du nicht, warum der im Knast sitzt? Ja, nicht wirklich, weil mir auch keine richtige Antwort gibt, noch nicht mal er. Ich habe die Psychologin gefragt, ich habe ihn selber gefragt. Ja, was sagt er denn? Also, was ich weiß, ist bewaffneter Banküberfall und halt auch Gewalttaten und keine Ahnung. Also, wieso hast du denn mit diesem... Ich habe keine Antwort gegeben. Ja, aber das verstehe ich nicht, Helga. Ich gebe mich doch nicht 10 Jahre mit jemandem ab, ohne dass der mir richtig sagt, was los ist. Warum hast du überhaupt Kontakt mit ihm? Warum ich Kontakt mit ihm habe? Ich sag ja, ich war 2 Jahre mit ihm zusammen. Ja gut, das ist ja kein Grund. Wir haben nicht zusammen gewohnt. Ich habe mit meinen 3 Kindern eine Wohnung gehabt. Ja. Und wenn er bei mir war, war er bei mir. Und wenn nicht, war er nicht, was er draußen... Ich wusste schon, dass er irgendwie... Gut, das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Warum hast du so lange Kontakt mit diesem Mann, mit dem du nicht mehr zusammen bist und du zwischendurch sogar noch eine Beziehung hattest, wie du gerade erzählt hast? Beziehung im Knast kann man nicht so direkt sagen. Das sind ja du hast doch gerade gesagt, dass du eine Beziehung draußen hast. Du hast einen Freund gehabt. Für, ja. Warum hast du Kontakt mit diesem Mann? Ja, damals war das meine Jugendliebe. Ich habe von ihm geschwärmt und da war ich halt 2 Jahre mit ihm zusammen. Ja, das wissen wir schon lange. Aber warum hast du 10 Jahre mit ihm dann noch Kontakt, obwohl du ja schon von ihm getrennt warst? Teilweise aus Angst. Hat ja damals schon irgendwas angedroht? Ja, ich habe immer mehr dann Geschichten gehört und er hat mir immer erzählt, was er mit seiner ersten Freundin gemacht hat. Was hat er mit ihr gemacht? Ja, er hat immer sehr viel von ihr geschwärmt. Er sagte, dass sie wunderhübsch war und hat auch eine Tochter mit ihr. Und sie hat ihn verlassen und da hat er sie im Auto zusammengeschlagen und so. Also die ganzen Geschichten, die ich nachher auch gehört habe, von draußen. Aber gerade wenn man so Angst hat, ist es da nicht irgendwie eine natürliche Reaktion, dass man dann auf Distanz zu jemandem geht und besucht den nicht sogar 10 Jahre im Gefängnis? Das muss man sich aber vorstellen. 7 Jahre. Ich habe ja versucht, Schluss zu machen, aber da hängt so viel da dran. Das ist ein Zigeuner, es ist ein Sinti. Da hängt auch Familie mit dran, die einen unter Druck setzen. Oder auch eher durch Briefe und durch Leute, die mich ansprechen. Also du hast einfach Angst. Du hattest Angst, wenn du diesen Kontakt in den Knast abbrichst, dass sogar seine Familie, sein Clan dir irgendetwas antun könnte. Die Familie hat ja jetzt selber Angst vor ihm, weil er halt so gewalttätig ist und weil es wirklich ernst ist, weil jetzt nehme ich auch die... War nicht meine Frage. Meine Frage war, du hast Angst, dass die Familie dir etwas hätte tun können, wenn du den Kontakt abgebrochen hättest. Ja, die haben ja auch hier und da Drohungen losgelassen. Was bist du denn für die Familie? Bist du noch seine Geliebte oder was? Nein, die möchten eigentlich, dass das alles aufhört. Jetzt möchten die das. Jetzt, seitdem ich das jetzt ja auch Jahre mitmache, möchten die auch selber nichts mehr mit ihrem Sohn in der Richtung zu tun haben. Ach so. Die möchten auch ihre Ruhe haben. Ja. Hast du ihm denn noch so eine Beziehung vorgespielt oder war das völlig klar in den letzten Jahren, dass du nicht mit ihm zusammen bist? Ja, wie soll ich das sagen? Jetzt so die Jahre, wo er am Anfang reingekommen ist, wollte ich das erst alles verstehen. Ich wollte es nicht glauben. Ich wollte diese Sachen alle nicht. Ich wollte verstehen, warum der da drin ist und warum das so ist. Ja, aber du hast nicht genügend nachgefragt. Ich habe keine Antworten bekommen. Mhm. Und dann hat er mir auch leid getan,
halt im Knast und ich konnte das alles nicht verstehen und auch die ja, gut, Familie. Aber, ja, meine Frage war wieder eine andere. Meine Frage war, hast du ihm vorgetäuscht, dass ihr noch eine Beziehung habt in den Jahren? Ja, was heißt vorgestellt? Hast getäuscht? Wenn man Briefe schreibt, man macht sich gegenseitig Hoffnung. Ich hatte keine Beziehung, ich hatte meine drei Kinder und mein Leben aufgebaut und er war da im Gefängnis. Man redet sich alles schön. Wenn man eine Knastbeziehung hat, dann... Moment, also im Klartext heißt das, du hast dann doch so getan, mehr oder weniger, als wärt ihr noch ein Paar. Es sind Träume, es sind Sehnsüchte, Träume. Hattest du die Sehnsucht danach, mit ihm noch zusammen zu sein? Man kann ja sagen, jetzt 4, 5 Jahre war das Gefühl einfach noch da. Mhm. Ich war immerhin 2 Jahre mit ihm zusammen und da habe ich ihn auch geliebt. Und, also in der ersten Zeit war es so, dass ihr quasi so getan habt, als wärt ihr noch zusammen. Obwohl ihr vorher schon getrennt wart. Nein, wie er reingekommen ist, waren wir ja noch zusammen. Da wart ihr noch zusammen. Mhm. Da waren wir ja irgendwo noch zusammen. Ich wollte das ja alles begreifen, aber da kamen immer mehr Leute auf mich zu und haben mir Geschichten erzählt und ich habe ihm nachgefragt und ich habe dann Angst bekommen und dann habe ich auch versucht, mit ihm Schluss zu machen. Da war auch ein Jahr Schluss. Mhm. So, aber nun hattest du in der Zwischenzeit ja einen Freund. Ja. Hast du den immer noch im Moment? Nein, ich habe Schluss gemacht, weil halt der psychische Druck zu groß ist. Er hat erst gedacht, er kommt damit klar und hat nachher nicht mehr mit mir darüber geredet. Und, also Helga, ich muss dir wirklich sagen, dass das für mich sehr schwierig zu verstehen ist, in was du da reingeraten bist. Ich erahne, dass das irgendwas wirklich was Dramatisches ist. Aber es ist so ein Chaos und es macht ja, aber es ist im ersten Moment, wenn man das so hört, es ist so unbegreiflich, dass jemand 10 Jahre so etwas mit sich machen lässt. Und auch 10 Jahre sich dann abspeisen lässt mit halben Informationen nur. Ja, das ist aber auch, mir wurde ja zum Beispiel jetzt vor einem halben Jahr, wo ich dann von der Außenwelt gehört habe, ich hatte ja jetzt 1,5 Jahre keinen Kontakt zu ihm, weil die Psychologin im Gefängnis gesagt hat, ich sollte absolut mich nicht mehr melden, nicht mehr schreiben, keine Hoffnung machen. Das habe ich auch nicht gemacht. Und da habe ich ja auch dann in der Zeit einen neuen Freund kennengelernt. Und ich habe das wirklich nicht getan. Und dann ist mir dann zugetragen worden vom halben Jahr durch andere Leute, ich soll aufpassen, der kommt bald raus und der will dir was antun. Da habe ich Angst bekommen, habe versucht, mit der Polizei zu reden und habe versucht, meine Angst zu beschreiben. Mhm. Aber das wurde nicht ernst genommen. Die haben gesagt, ja, dritte Personen und 1,5 Jahre her. Und wer war das denn? Wer war das denn, von wem du das gehört hast? Ja, wir sind ja praktisch in derselben Gegend groß geworden. Und er kennt die Leute, ich kenne die Leute. Gut, das muss ja jemand sein, der mit ihm Kontakt hat, auch im Knast. Ja, das war eine Bekannte, die einen, vor ihr der Freund, der war auch inhaftiert und war mit ihm in einer Zelle. Verstehe. Wenn du jetzt, also mir erscheint es nicht richtig begreiflich. Ich würde dich fragen wollen, wo siehst du deine Schuld? Was hast du falsch gemacht in den letzten Jahren? Ich hätte von Anfang an damals, wo es schon reingekommen ist, den Kontakt abbrechen müssen. Das glaube ich auch. So nach dem, was du mir gerade erzählt hast, sehe ich das ganz genauso. Ja, aber ich muss dazu sagen, ich habe meine ganze Lebensgeschichte ist ja schon chaotisch und hat mit Männer und Angst zu tun. Mhm. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass ich damit einfach gar nicht umgehen konnte. Das mag sein. Muss auch sagen, ich habe Therapien jetzt, durch die Therapien, die ich gemacht habe, habe ich viel gelernt. Also ich glaube auch, dass das sicherlich jetzt nicht nur ein kriminelles Problem ist, was da vielleicht auf hoffentlich nicht auf dich zukommt von Seiten dieses Mannes, sondern dass es auch ein großes psychologisches Problem deinerseits ist, dass du da so reingerutscht bist. Ja, von meiner Lebensgeschichte an sich. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Deswegen würde ich gerne, dass du jetzt mit meiner Psychologin weitersprichst. Ja. Das ist Anna heute Nacht. Ja, das wäre ganz gut, weil eigentlich die Angst ist ja immer noch da, weil ich weiß nicht, ob er jetzt nächsten Monat oder diesen Monat wieder. Genau. Und die Polizei kann natürlich erstmal auch nichts tun. Das kennen wir ja alles, solange noch nicht großartig was passiert ist. Und deswegen würde ich dich bitten, jetzt aufzulegen und meine Psychologin, die Anna, ruft dich gleich an. Ja, gut, danke. Okay, alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Ich habe Angst vor diesem Mann. Das ist unser Thema heute Nacht. Wenn ihr Angst vor einem bestimmten Mann habt, aus welchen Gründen auch immer, oder vielleicht große Angst mal hattet vor jemandem und ihr habt die Angst überwunden, und ihr mögt darüber reden, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 5050. Ludmilla ist hier. Ludmilla ist 15 Jahre alt. Hallo. Ludmilla hat aufgelegt. Haben aber heute Probleme mit unseren Anrufern hier. Mit Monika geht es jetzt weiter. Monika ist 19 Jahre alt. Hallo. Hallo.
Monika, welcher Mann ist es bei dir, vor dem du Angst hast? Ist mein Vater. Warum? Also es ist eigentlich ziemlich komplex, aber ich werde es mal kurz fassen. Es ist eigentlich im Moment, also mein Vater ist Alkoholiker. Mhm. Und, lebst du noch zu Hause? Ja. Ja. Bist du das einzige Kind? Nee, ich habe noch einen Bruder, aber der ist ausgezogen. Ja, also im Moment lebst du mit deinen Eltern alleine in der Wohnung, im Haus. Ja. Mhm. Und es ist halt so, dass mein Vater also ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis zu meiner Mutter hat. Immer schon hatte? Ja, solange ich, also es war mal irgendwann ein bisschen besser. Früher, als ich noch klein war, aber es war eigentlich schon immer nicht so. Was heißt schlechtes Verhältnis? Die streiten viel? Wir streiten, also naja, streiten ist eigentlich noch so das Positivste, würde ich sagen. Also es ist eigentlich eher so, dass sie sich... Schlagen? Nee, das Gott sei Dank nicht, aber mein Vater ist eher so, dass er uns ignoriert. Ja. Und meine Mutter darf nicht mal lachen zu Hause, ohne dass er direkt einen Wutanfall kriegt und ihr eigentlich auch zeigt, dass sie so das Letzte ist für ihn. Und das Problem ist, wenn er was getrunken hat, ist er ziemlich aggressiv gegen meine Mutter. Was heißt dann aggressiv? Schlägt er sie dann? Ja, das kommt nicht vor. Es ist so, wenn ich zu Hause bin, würde er sich das nicht trauen. Ja. Wenn ich sozusagen hier immer so diejenige bin, die das Machtwort dann spricht. Ach so. Aber dennoch hast du auch Angst vor deinem Vater? Nee. Bitte? Nee, nicht wirklich. Also es ist so, dass mein Vater mich sehr unter Druck setzt. Aber dass er mir sowas tut oder so, davor habe ich keine Angst. Also ich glaube, da hat er eher Angst vor mir. Ja, aber so generell, das Thema heißt ja auch, ich habe Angst vor diesem Mann. Ja, das Problem ist, dass ich jetzt bald in die Klinik gehe. Und in die Klinik gehst? Ja. Zu einer Ausbildung oder zu einer Behandlung? Zur Behandlung. Ja. Und ja, da habe ich jetzt ein bisschen Angst, meine Mutter hier allein zu lassen, weil ich dann eben die Kontrolle nicht mehr habe. Ach so, du bist quasi die Beschützerin für deine Mutter. Ja. Und wenn es da hoch hergeht, dann gehst du dazwischen und sagst hier, Papa, oder wie immer du ihn ansprichst, wie sprichst du ihn eigentlich an? Ja, Papa. Papa, Also wir reden so viel miteinander. Also ich habe es jetzt gerade so verstanden, dass in normalen Zeiten, wenn er nicht besoffen ist, dass da so eine Art Psychoterror herrscht, dass deine Mutter, ist ja auch schon ein krasses Beispiel, wenn deine Mutter nicht lachen darf oder er spricht nicht zu Hause, er schweigt. Allein sich vorzustellen, allein so schweigend in der Wohnung lange zu sein mit jemandem, ist ja schon grauenhaft. Ja, das ist ganz schlimm. Also ich weiß nicht, wenn ich auch so, bei uns beim Essen darf nicht geredet werden. Mhm. Und ich meine, beim Essen ist eigentlich so die einzige Zeit, wo wir halt alle zusammen sind. Ja. Und das finde ich halt schon schlimm, weil man dann so den ganzen, also so erzählen will, was am Tag passiert. Klar. Und man stört ihn das einfach. Und wenn ich bei anderen Leuten so war, dann war das immer so ganz turbulent. Ja, er geht aber noch arbeiten. Ja. Ja. Er ist richtig Alkoholiker, würdest du sagen? Ja. Wie viel konsumiert er so am Tag? Also am Tag, nicht täglich, aber dafür so am Wochenende immer. Und es wird, also es verschiebt sich jetzt schon mittlerweile, dass er jetzt schon donnerstags anfängt. Macht er das zu Hause oder geht er in die Kneipe? Nee, zu Hause. Früher ist er immer weggegangen, aber jetzt hier so in der Nähe ist halt nichts Vernünftiges. Also er zieht sich richtig den Alkohol zu Hause rein, vom Fernseher oder weiß ich was? Nee, er ist immer so ganz allein. Ja, das ist eigentlich auch das Problem, was mir am meisten Angst macht, ist, dass er hat so eine komische Verschwörungstheorie und denkt, dass alle gegen ihn sind. Mhm. Und er sitzt halt unten im Keller immer und bastelt sich dann seine Pläne, wie er uns dann... Seine Pläne? Ja, er sagt dann auch immer so, ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten, weil er halt denkt, wir würden alle irgendwas gegen ihn planen und... Ach so, also ist ja völlig, völlig neurotisch schon, ne? Ja, ich habe wirklich... Jetzt lass mich nochmal fragen, wenn er betrunken ist und deine Mutter bedroht, gab es schlimme Übergriffe schon? Ja, das war das Erste, woran ich mich erinnern kann, da war ich erst 8 oder so. Da war ich noch mit meinem Bruder in einem Zimmer und der kam dann nachts rein und hat dann meinem Bruder gesagt, er hätte sich jetzt das Messer aus der Küche geholt und wenn sie nochmal reinkäme und ihm irgendwas sagen wollte, dann würde er sie kalt machen. Mhm. Und also für eine 8-Jährige war das... Sehr schön, ja. Aber hast du auch schon mal gesehen, dass er sie im Suff geschlagen hat? Ja, also wie gesagt, er würde das von mir nicht machen, das war einmal... das war eigentlich so am Morgen danach, wo er total verkatert war und noch Restalkohol und so. Ja.
da war ich Brötchen holen und kam wieder und sah halt durchs Küchenfenster, als ich reingehen wollte, dass er sie so auf den Boden geschmissen hatte und halt über ihr schon am Ausholen war. Und dann bin ich halt rein und habe ihn angeschrien. Und Na gut, aber du warst ja nicht immer 19 oder 18 oder 17 und konntest dazwischen gehen. Das hätte früher ja auch passieren können, als du noch kleiner warst. Dass sie, das weißt du das nicht? Ob da schon Doch, das hat, wie gesagt, schon immer so angefangen. Es war halt nicht so oft, wie man das so hört, dass die Männer das dann regelmäßig machen. Es war dann so, dass ich das meistens schon vorher so geahnt habe, wenn er dann irgendwie abends auch noch weg war früher. Ja. Dann wusste ich es halt vorher, aber mein Bruder war halt auch noch da. Ach so. Da, also irgendwie haben die Kinder immer das Schlimmste verhindert, habe ich das Gefühl. Ja. Ja. So, jetzt musst du ins Krankenhaus. Mhm. Wie lange musst du ins Krankenhaus? Ja, 4 bis 6 Wochen. Ich hoffe, dass das nicht schlimm ist. Nee, es ist so psychisch. Ach so. So. Das heißt, die hat die Situation auch schon kräftig zu schaffen gemacht. Ja. Wie alt ist deine Mutter, Monika? 43. Weißt du, was mein spontaner Gedanke ist? Das ist kein Zustand, dass das 19-jährige Mädel da für Ordnung sorgt in dem Haus. Und ja, das weiß ich. Also ich meine, das habe ich auch schon mittlerweile stundenlang mit meiner Therapeutin besprochen. Und dass deine Mutter für sich selbst verantwortlich ist. Ja, das sagt meine Mutter auch zu mir. Also meine Mutter sagt auch zu mir, das ist nicht deine Aufgabe und mach dir keine Sorgen und so, aber es ist trotzdem, ich weiß nicht, ich kann es nicht abstellen. Ja. Es ist gar nicht so, dass meine Mutter mir das aufdrücken würde oder so. Deine Mutter ist alt genug, eine erwachsene Frau, dass sie könnte gehen. Und wenn es noch so kompliziert ist und so traurig und weiß ich was alles, aber sie könnte gehen. Sie müsste gehen, wenn es zu schlimm ist. Ja. Insofern ist es vielleicht sogar sehr gut, wenn du jetzt mal wegkommst und zwangsweise aus deiner Verantwortung in Anführungszeichen da rausgenommen wirst. Du hast da keine Verantwortung mehr zu tragen. Die Verantwortung deiner Mutter ist, wenn die jetzt krank wäre oder weiß ich irgendwas, aber sie ist eine normale, erwachsene, sehr erwachsene Frau. Das musst du auch abgeben. Da musst du die Mutter sein lassen. Und vielleicht wird sie dadurch auch dann irgendwie anders. Im Prinzip müsstest du auch, Monika, wenn du aus der Klinik zurückkommst, müsstest du aus dem Haus, aus dem Elternhaus raus. Ja, das würde ich gerne. Ich hatte schon lange, also auch geplant auszuziehen und so. Mhm. Aber es geht halt auch wegen dem Geld nicht. Ich habe einfach kein Geld dafür. Na ja, gut. Aber es gibt immer irgendwelche Mittel und Wege, dass man das auch arrangieren kann. Mhm. Also du bist in der Therapie, sagst du? Ja. Und gehst jetzt auch in eine Klinik wegen psychischer Probleme? Ja. Und das ist ja auch klar, was du jetzt gerade erzählt hast, dass es da Zusammenhänge gibt. Wann geht es in die Klinik? Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Stellt sich morgen erst drauf. Also bald? Ja. Nicht mehr so lange hin. Ziemlich bald. Ja. Versuche doch mal einfach für dich auch das Positive daraus zu sehen. Dass, einmal ist es gut, wenn du in eine ordentliche Behandlung kommst, wenn es dir seelisch schlecht geht. Und dass du auch, dass einfach jetzt zwangsweise diese Situation etwas entzerrt wird in dem Haushalt. Hm. Und vielleicht ist es für deine Mutter auch gut. Vielleicht aktiviert das bei ihr auch noch neue Kräfte wieder, wenn sie alleine ist und in der Hoffnung, dass sie irgendwann auch für sich auf den Tisch haut und sagt, ich mach das nicht mehr mit, ich gehe. Ja, das sehe ich eigentlich auch so, nur das Problem ist, dass ich mir dann vorstelle, dass ich da abends sitze und also, weiß ich nicht, mich macht das verrückt, das war auch, als ich neulich im Urlaub war, ich habe jeden Tag zu Hause angerufen. Aber das ist genau dein Problem. Es soll dich nicht verrückt machen. Und deine Mutter wird das schon schaffen, deine Mutter wird das schon, die wird es schon hinkriegen, bin ich ganz sicher. Du kannst nicht dein Leben lang die Amme für deine Mama sein. Ja, das weiß ich. Ja. So, liebe Monika, wenn du gerne möchtest, kannst du mit meiner Psychologin auch nochmal reden, aber ich glaube, du bist ganz gut in guten Händen, ne? Oder? Ja, eigentlich schon. Also wenn du möchtest, ich biete es dir an. Du kannst entscheiden. Ja, eigentlich schon, ja. Möchtest du? Mhm. Gut, dann legst du auf und Anna ruft dich an. Und ich wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen auch, dass dieser lange Aufenthalt im Krankenhaus etwas bewirkt. Ja, danke schön. Alles Liebe. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. So, zweiter Versuch mit der Ludmilla. Hallo? Ja. Ach, da bist du. Ludmilla, 15 Jahre alt. Da war die Leitung gerade weggebrochen. Nein, mein Vater ist reingekommen. Dein Vater ist reingekommen. Und ist das auch der Grund deines Anrufes? Das Thema heißt ja, ich habe Angst vor diesem Mann. Ja. Es geht also um deinen Vater. Ja. Kannst du jetzt reden? Ich habe Angst, dass der nochmal reinkommt, deswegen rede ich leise. Ja, red leise. Und wenn irgendwas ist, leg einfach schnell auf. Und dann, um was geht's denn? Warum hast du Angst vor deinem Vater? Weil der vergewaltigt mich fast jede Nacht. Der vergewaltigt dich jede Nacht? Fast. Bei euch zu Hause? Ja. Und wie lange geht das schon? Seit ungefähr einem Jahr. Und wie hat das angefangen? Ja, der ist irgendwann nachts halt zu mir gekommen. Ja,
Und hat es dann getan? Was? Und hat es dann getan? Ja. Wie war denn dein Verhältnis früher zu deinem Vater? Auch nicht so gut. Und bedroht er dich? Sagt er, wenn du was sagst, dann passiert das und das und das? Ja, droht mir halt an, meine Schwester auch was anzutun. Wie alt ist deine Schwester? 9. Er zwingt dich richtig zum Geschlechtsverkehr jede Nacht? Ja. Fast jede Nacht, dein eigener Vater? Ja. Und du bist 15 Jahre alt? Mhm. Das ist ja unglaublich. Was ist mit deiner Mutter? Wo ist deine Mutter? Die wohnt nicht zu Hause. Ach, ihr wohnt mit dem Vater allein. Ihr lebt mit dem Vater allein. Ja. Hast du mit irgendjemandem schon darüber gesprochen? Nein. Das heißt, seit einem Jahr lebst du in einer irrsinnigen Situation und hast wahrscheinlich unglaubliche Angst. Warum hast du dich bisher noch nie an irgendjemanden gewandt und um Hilfe gebeten? Weil ich Angst hatte davor. Du gehst mit Angst jeden Abend ins Bett. Was empfindest du gegenüber deinem Vater? Hass. Bist du noch Schülerin? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch gar nicht mehr in der Schule richtig mitarbeiten kannst und dass deine Leistungen abfallen. Ist das so? Mhm. Du hast eine Schwester, die ist kleiner. Ja. Weißt du, ob er da auch was macht? Nein, der tut ja nichts. Der tut ja nichts. Wie ist die Stimmung denn so tagsüber, wenn du mit, oder am Abend vorher, wenn du mit ihm so zusammen bist, redet ihr noch miteinander, oder? Der arbeitet, der kommt erst nachts nach Hause. Ach, der arbeitet den ganzen Tag? Ja. Ich bin völlig erschüttert, Ludmila. Ich bin völlig erschüttert. Ich werte jetzt deinen Anruf hier bei uns auch als wirklich ein Hilfeschrei. Du hast doch keine beste Freundin, mit der du das bisher hast besprechen können. Nein, ja, ich bin lesbisch, ich habe eine Freundin, aber ich sehe die halt nicht oft, weil mein Vater mir verbietet, rauszugehen. Also es besteht die Gefahr, dass er jetzt irgendwie gleich nochmal in dein Zimmer kommt. Ja. Das kann also sein. Insofern ist unser Gespräch, hängt am seidenen Faden. Das kann jede Sekunde weg sein, unter Umständen. Mhm. Jetzt will ich dir was sagen, Ludmila. Ich finde das so schlimm, was du gerade erzählt hast, dass ich dir verspreche, wirklich, und dir mein Ehrenwort gebe, dass wir dir helfen. Wir werden dir helfen. Und wie wir das machen, das werde ich jetzt hier nicht im Fernsehen erzählen, sondern das werden wir im Hintergrund arrangieren. Jetzt machen wir Folgendes. Du legst jetzt auf. Ja. Und ich bitte jetzt meine Regie und meine Redaktion, das auch zu arrangieren, dass das sofort jetzt geht. Dann wird sofort meine Psychologin, eine sehr nette Frau, die heißt Anna, wird dich anrufen. Mit der habe ich vorhin schon mal gesprochen. Ach, das ist gut, das wusste ich nicht. So. Und wir werden alles Mögliche, was in unserer Macht steht, tun, um dir zu helfen, damit du aus dieser Hölle rauskommst. Mhm. Okay? Ja. So, jetzt legst du auf und alles Weitere regeln wir jetzt hinter den Kulissen. Okay? Okay. Tschüss. Alles Liebe, Ludmila. Tschüss. Oh weia. Also wir werden uns jetzt sofort um diesen Fall kümmern. Heute Nacht noch um diesen Fall kümmern. Stefanie, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Stefanie. Ja, ich rufe zu dem Thema an, weil es wirklich einen Mann gibt, vor dem ich Angst habe. Ja, wer ist das? Ja, er ist bekennender Satanist und auch, er treibt es auch. Ja. Und wie alt ist er? Er ist 2 Jahre älter als ich. 28? Ja. Und, ich kenne ihn, seit ich 13, 14 bin. Ja. Wie hast du ihn kennengelernt? Hast du ihn in dieser Satanisten-Szene kennengelernt? Nein, er ist auf mich zugekommen. Er ist damals, ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen. Und er ist damals in diesen Ort gekommen und ist halt auf mich zugekommen, weil ich bei uns im Ort auch als Hexe verschrien bin. Mhm. Und
Ja, ich bin auf ihn reingefallen, muss man auch sagen. Moment, lass mich erfahren. Du hast damals ja noch ein ganz junges Mädel. Da warst du als Hexe verschrien? Ja. Warum? Es ging von unserem Pastor damals aus, weil ich auch in den Okkultismus und ins Esoterische auch Bezug habe. Ja. Ja gut, aber wenn man 14 ist oder 13 und sich mit solchen Sachen beschäftigt, ist man nicht gleich eine Hexe. Na, egal. Aber ich sag, es gab dann Kontakt zwischen dir und diesem Typ, der ja damals ja auch noch nicht so alt war. Nein. Mhm. Und ja, er ist auch ein Mann, wenn er sagt, komm, würde ich auch ohne zu zögern mitkommen. Also in seiner Nähe bin ich wirklich wie hypnotisiert. Was war denn das damals für ein Verhältnis, was sich da entwickelt hat zwischen euch beiden? Wart ihr auch zusammen, richtig? Ja, sagen wir mal so, es gab sexuellen Kontakt, aber es war keine Liebe oder so. Mhm. Und wie lange wart ihr dann in einer engen Verbindung? Ich war ungefähr ein Jahr oder so in seiner Gruppe. Mhm. Aber es war nicht irgendwie, dass man sagen könnte, eine Freundschaft oder so. Er ist halt ein sehr autoritärer Typ. Und so, wenn du ein Jahr in seiner Gruppe warst, dann warst du ja mal erst 15 ungefähr, als du dann wieder raus warst. Das ist ja nun 10 Jahre her. Was ist denn so in diesen 10 Jahren jetzt passiert zwischen dir und ihm? In diesen 10 Jahren, ich bin durch halb Deutschland gereist. Ich habe wirklich eine Odyssee hinter mir und er hat mich immer wieder aufgegabelt und mal stand er vor der Tür, mal war es nur ein Anruf oder ein Brief. Und ja, momentan habe ich seit einem Jahr nichts mehr von ihm gehört. Mhm. Ich hoffe, das bleibt so. Aber was will er denn von dir? Er will mich einfach wieder zurückhaben. Er kann das nicht verknusen, dass ich ihn damals ja wirklich davongelaufen bin. Will er dich zurückhaben als Geliebte, als Untertanin oder was? Er will mich zurück in der Gruppe haben. In die Gruppe. Und da verfolgt er sich seit 10 Jahren. Das ist ja unglaublich. Ja. Und also ich wache heute manchmal auf wegen irgendwelchen Träumen, die ich von ihm habe. Und also ich lebe wirklich in der Angst, dass er jeden Tag vor der Tür stehen kann. Das heißt, du warst damals in dieser Satanistenszene eben auch aktiv oder involviert? Ich bin da reingerutscht. Ja. Also ich hatte vorher nichts damit zu tun. Ich war zwar als Hexe verschrien. Ja. Und ich habe mich auch sehr... Ich muss mal so lachen, dass du als Hexe verschrien warst mit 13. Nein, das ist mir schon klar, dass du dann durch ihn da so reingezogen worden bist und so. Hast dich dann aber davon gelöst wieder. Ja. Das heißt, du hast heute mit Satanismus nichts am Hut. Nee, ich habe zwar sehr viel Gefallen an dem indianischen Schamantum, aber es ist nicht irgendwie mit Satanistischen oder ja, so. Ja, also du bist immer noch esoterisch interessiert. Gibt es ja tausend Leute, die verrücktesten Sachen machen, die interessant sind oder auch weniger interessant. Ist ja auch egal. Das ist halt dein Ding, aber du hast mit diesem Satanismus nichts mehr zu tun. Nein. Wenn er dich jetzt treffen würde, was würde er denn tun? Er würde wohl wollen, dass ich wieder mit ihm mitgehe. Und das ist mir klar, aber was würde er mit dir machen? So genau weiß ich das nicht. Ich glaube, das möchte ich auch gar nicht so genau wissen. Also du hättest schon Angst, dass da Gewalttätigkeiten und üble Dinge auf dich zukommen? Ja, es kommt auch daher, ich habe in dieser Gruppe habe ich einiges erlebt und auch Videos gesehen und ich muss sagen, dieser Mann macht mir echt Angst. In diesen 10 Jahren hat er dich verfolgt. Ja. Das heißt, er ist doch, ja, seid ihr denn irgendwann mal aufeinander getroffen? Wir sind immer wieder mal aufeinander gestoßen und ja, ich muss sagen, das Vieleste, was ich bis jetzt mit ihm hatte, da hatte ich Glück, da hatte ich meinen damaligen Freund noch bei mir, sonst hätte er mich wahrscheinlich einfach mitgenommen und ja. Und als ihr da aufeinander getroffen seid, hat er dir da gedroht? War er gewalttätig oder was hat er getan? Er hat mir gedroht, er hat mir auch vorher schon gedroht, er hat mir auch damit gedroht, meinen Freunden etwas zu tun. Mhm. Oder auch meiner Familie. Also das hört sich ja mysteriös, übel und regelrecht gruselig an. In der Tat, aber hast du jetzt ein Jahr Ruhe vor ihm? Ja, aber die Angst ist halt immer noch da. Hast du ihn denn im Laufe dieser Jahre, hast du den mal angezeigt? Ich bin öfters zur Polizei gegangen, aber mir wurde immer wieder gesagt, wir können nichts tun. Das ist es, ja. Das ist Sie könnten also quasi nur was tun, wenn er mir was antut. Ja, das ist das Schlimme, immer in diesen Fällen, dass die Polizei natürlich nicht agieren kann, wenn was geschehen ist. Aber eigentlich ist das ja ein gutes Zeichen, ne? Hattet ihr schon mal so eine lange Zeitphase, wo du ihn nicht gesehen hast? Oder wo?
wir hatten auch schon eine zweijährige Phase und danach hat er mich dann doch wieder gefunden. Also. Aber was muss denn da für ein krankhafter Wahn in einem Menschen vorgehen, wenn man fast 10 Jahre hinter einem anderen Menschen her ist, um den dann wieder zurückzuholen? Ich weiß nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Ich weiß nur, dass er wirklich vollkommen krank ist. Mhm. Nochmal gefragt, wenn er dich zu fassen bekäme, hättest du Angst um dein Leben? Ja. Ja, ich hätte Angst. Du hast gerade gesagt, du hast damals, als du da in diesen Szenen warst, Videos gesehen. Was hast du da gesehen auf den Videos? Er hat sich damit halt auch gebrüstet, um vor seiner Gruppe auch stark dazustehen. Da war er halt auch auf den Videos und ich habe Grabschändungen gesehen, ich habe Leichenschändungen gesehen, ich habe gesehen, wie sie Tiere aufgeschnitten haben. Mhm. Ich meine, an mir selber hat er auch, was er nannte, ist damals eine Bluttaufe. Hat mich damals im Herbst, ich stand da wirklich nur in einem leichten Fetzen und hat mich damals mit Blut übergossen. Er hat mir die Arme aufgeschnitten und einen Kelch drunter gehalten. Seine Gruppe hat mein Blut getrunken, ich musste mein eigenes Blut trinken. Also das ist ja wie aus dem übelsten Horrorfilm. Das ist ein Albtraum. Aber ich weiß, dass es das gibt und ich weiß, dass es solche Szenerien auch versteckt und überall in Deutschland, dass sie organisiert sind, ich weiß es. Stefanie, was wünsche ich dir? Ich wünsche dir, dass aus diesem einen Jahr jetzt ganz viele Jahre werden. Das wünsche ich mir auch. Ich würde dir vielleicht gerne noch eine Adresse vom Weißen Ring geben, eine Telefonnummer. Sagt dir das etwas? Ich sag mir gar nicht. Ja, das ist eine Organisation, die Leuten, die in einer solchen Lage sind wie du, wo die Polizei noch nichts machen kann, zumindest mit Rat und Tat, unter Umständen auch mit Tat, aber mit sehr viel Rat zur Seite stehen kann. Ich würde dir gerne diese Telefonnummer geben. Die Leute machen eine sehr gute Arbeit. Du kannst da mal anrufen, dass du einfach noch einen zusätzlichen kompetenten Ansprechpartner hast. Mhm. Ja, das kann ja nicht schaden. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Gut. Ja. Das heißt, du legst auf und wir rufen dich gleich auch nochmal an und versorgen dich mit der Telefonnummer. Okay. Alles Liebe. Danke. Tschüss. Tschüss. Kerstin, 44 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Kerstin. Hallo, Domian. Ernster Abend heute Abend. Ich freue mich sehr, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, also auch zu dem wahrscheinlich traurigen Thema, oder es ist ja eigentlich ein trauriges Thema, ich habe Angst vor diesem Mann, oder schlimmen Thema. Was ist bei dir? Wer ist es bei dir? Naja, ich habe, das betrifft auch das Thema von dir heute, und ich habe zu dem einem anderen Thema, was aber den gleichen Mann betrifft, schon mal früher angerufen. Und zwar, ich will es kurz erklären. Wir sind aus einer Großstadt in die Sächsische Schweiz in ein Bauernhaus gezogen. Mhm. In dem hat sich vor vielen Jahren der Besitzer aufgehangen auf dem Boden. Mhm. Und eigentlich, wir sind Großstädter, hatten keine Angst vor Geistern oder so, haben uns da nichts weiter dabei gedacht. Kleinen Moment mal. Und, Entschuldigung. Und das fing an, kurz nachdem wir eingezogen sind, ein Jahr danach ungefähr. Hörst du mich noch? Bitte? Hallo? Ja. Ja, jetzt bin ich wieder da. Ich höre dich, ja. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Du sagtest, wir hätten schon mal telefoniert. Ich kriege aber gerade einen Hinweis hier aus meiner Regie. Nein, ich bin nicht durchgekommen. Ach so, genau. Ja. Ja. Meine Regie sagt mir gerade, dass wir noch nie miteinander telefoniert haben. Nein. Ja. Ich habe es nur versucht. Ja. Also das fing an, ungefähr nachdem wir ein Jahr dort gewohnt haben, habe ich mit meinen Kindern unten in der Stube gesessen und die in den Zimmern über uns, wir waren noch Möbel von einer fremden Familie drin, das gehörte uns noch nicht ganz, das Haus. Mhm. Und es war absolute Stille, ich war mit meinen zwei kleinen Kindern allein, wir haben gebastelt und auf einmal haben oben, also musst du dir vorstellen, Dielenbretter. Mhm. Und wenn man über die Dielenbretter entgegen der Ritzen einen Schrank zieht, dann hört man das, ja, das holpert ja so gegen. Ja, Und das war ganz laut zu hören. Und wir waren aber auch völlig allein. Und ich habe erst mal gar nicht reagiert, weil ich das noch irgendwie... Früher wohnte jemand über uns in Dresden, wo wir gewohnt haben. Ihr wart jetzt, das war ganz ein bisschen verwurstelt, ihr seid jetzt, ihr wohnt allein in diesem Bauernhaus. Ja. Ja, in der Sächsischen Schweiz, irgendwo richtig, auf dem Land. Richtig. Seid allein da reingezogen. Ja. Und in diesem Bauernhaus hat sich jemand mal das Leben genommen. Vor richtig. Aus Kummer. Ja. Wie lange liegt das zurück? 50 Jahre vielleicht. Ja. So, jetzt sitzt ihr da unten und hört oben etwas, was man eigentlich nicht hören sollte. Ja, Möbelrücken.
Möbel rufen. Obwohl definitiv niemand oben war. Am hellerlichten Tag, ich war ganz alleine mit den Kindern. Das heißt, du bist dann wahrscheinlich gleich hochgegangen, hast geguckt, was los ist. Erstmal habe ich überhaupt nie reagiert. Meine Kinder haben reagiert, die haben gesagt, Mutti, was war denn das? Mhm. Und da habe ich erstmal, ich dachte, das kann ja gar nicht sein, du bist da jetzt alleine, über dir wohnt ja niemand mehr. Und da bin ich hoch und ich dachte, Einbrecher. Und habe reingesehen und da war nichts, da war überhaupt nichts. Und diese Ereignisse haben sich dann gehäuft mit den Jahren. Und ich muss auch dazu sagen, in dem Haus ist immer irgendwas passiert, also auch vor uns schon. Nicht nur in unserer Familie, gab es auch vor uns immer viel Pech und Unglück. Wie viele Jahre habt ihr denn oder wohnt ihr noch in dem Haus? Im Moment nicht, weil wir von dem Wasserschaden vom vorigen Jahr betroffen waren. Ach so, aber ihr habt dann... Und deswegen raus mussten jetzt. Aber wollt ihr wieder zurück in das Haus? Ja, ich möchte sehr gerne zurück, aber wir hatten deswegen zum heutigen Thema Angst vor diesem Mann. Dann lass mich nochmal fragen. Das heißt, ihr habt dann einige Jahre gewohnt und du sagst, die Ereignisse haben sich in diesen Jahren gehäuft. Und es gab immer wieder solche Spukerscheinungen. In diesen 20 Jahren. 20 Jahre, so lange? 20 Jahre, ne? Ach, so lange. 20 Jahre in dem Haus. Und wie oft so in der Regel kam das vor? Einmal im Monat oder einmal im Jahr? Oder? Ganz unregelmäßig. Manchmal war pro Monat überhaupt nichts und dann war es eben mehrere Male hintereinander. Diese Möbelrückgeräusche. Wie Möbelrücken. Und dann, ich habe es von der Kollegin erzählt, und zwar meine Tochter hatte auf dem Boden eine Kammer sich eingerichtet, richtig mit Möbeln, also schön möbliert. Und auf dem Boden gibt es noch einen Spitzboden. Ja. Und dieser ist getrennt vom Boden nur durch eine Lage dünner Bretter. Ja. Man kann drauf laufen, von Schornsteinfeger oder wenn Reparaturen sind, ist das gedacht. So, und sie war mit ihrem Freund damals auf dem Boden in ihrer Kammer, haben Hausaufgaben gemacht und naja, was junge Leute so machen. Und waren sie alleine. Mhm. Und da hat sie gedacht, ich war mit meinem ganz kleinen Sohn unterwegs und sie hat gedacht, so, ich habe drei Kinder, ihr mittelster Bruder will sie ärgern, da lief oben jemand. Mhm. Da hat sie einen Namen gerufen und hat gesagt, bist du das? Ja. Kam keine Antwort. Ja. Und da haben sie gedacht, ne, der will uns ärgern, hat sie oben Licht eingeschaltet, von ihrer Kammer aus ging das. Ja. Da war es kurz weg. Also, dann hat man, aber richtig, warte mal, man hat richtig gesehen, wie die Dielenbretter sich durchgebogen haben und man hat schwere Stiefeltritte gehört. Mhm. Und immer am hellerlichten Tag. So, jetzt sagst du, ich habe Angst vor diesem Mann. Vor wem hast du Angst? Ja, bisher war das ja immer harmlos. Nur die Haustiere sind dann immer ausgerissen. Also, die Kinder haben versucht, einen Hund hoch zu jagen und die Katze, die sind mit gesträubtem Fell wieder Blitz und unter Sofa und in der äußerste Ecke. Die Frage ist, vor welchem Mann hast du Angst? Ich habe jetzt, im Dezember ist es dann so gewesen, dass es wirklich mir sogar Angst geworden ist. Und zwar, zuerst ist es meinem kleinen Sohn passiert, eine Woche vorher ungefähr. Er war alleine zu Hause. Kerstin, du musst mir erstmal sagen, vor welchem Mann du Angst hast. Vor dem, ich kann ja nicht beschreiben. Ich nehme an, dass es der Mann ist, der sich erhangen hat. Der da als Geist irgendwie vielleicht umgeht. Ja, weißt du, bis jetzt... Aber ich verstehe nicht, was ich verstehe, wenn man solche Erscheinungen im Haus hat, es kann es ja geben. Es gibt hin und wieder solche Sachen, die einfach nicht erklärbar sind. Ja, ja. Wie hält man das denn da 20 Jahre aus? Wäre ich längst weg? Ich habe keine Ahnung. Und du willst wieder hin jetzt in das Haus? Ja, ich hänge es ja an dem Haus. Es war alt und so und ist auch sehr reparaturbedürftig, aber es ist irgendwie, es hat auch ein gewisses Etwas, wo man sicher, aber wenn man immer solche Sachen erlebt und man das nicht erklären kann, das verdirbt einem doch jegliche Lebensqualität und Lebensfreude. Ich habe mich auch erkundigt. Ich bin zum Beispiel in Mainz gewesen und habe dort mit verschiedenen Leuten gesprochen, die so mit Übersinnlichen zu tun hatten, also die auch so heilen konnten und so. Und da hat mir ein Professor erklärt, also ein Mediziner, hat mir erklärt, diese Geister tun Menschen nichts. Ich brauche keine Angst haben. Und das hat mich auch bestärkt. Also ich habe keinen Schiss gehabt. Wenn es denn Geister sind? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, was es sonst sein soll. Ich auch nicht. Aber es gibt wahrscheinlich vielleicht noch ganz andere Erklärungen, die gar nichts mit irgendwelchen übernatürlichen Dingen zu tun haben. Tja, also du willst auf jeden Fall wieder zurück in dieses Haus. Ja.
Um darauf zu kommen, wegen dieser Angst vor diesem Mann, es ist im Dezember ist passiert, dass erst mein Kleinsohn, er hat alleine auf mich gewartet im Zuhause und er ist aufgeweckt mit ganz starken Herzrasen und er hat an die Tür, wo er geschlafen hat im Kinderzimmer, hat ganz stark geklopft mit den Fäusten an eine Glasscheibe und gerüttelt und dann hat ja, pass auf, wir unterbrechen mal. Also wenn ich das so höre, verstehe ich nicht, du hast kleine Kinder, warst du. Ja. Aber die zwei sind schon groß. Ja, aber wie man das den Kindern dann auch antun kann und die in Angst und Schrecken versetzt, wie gesagt, ich wäre längst weg aus dem Ding, verkauf es und du hast die Sache vom Tisch. Naja, weißt du, ich hatte gehofft, dass ich vielleicht, du hattest ja mal ein ähnliches Thema. Ja. Und da gab es ja auch Leute, die mit sowas zu tun hatten. Ja. Austreibung oder was weiß ich. Und ich hätte gehofft, dass ich vielleicht über dich oder deine Sendung hier eine Adresse oder eine Telefonnummer bekomme, dass mir jemand weiterhelfen könnte, dass das abgestellt wird. So können wir es machen. Wenn sich da jemand eine Idee hat, bitte an uns mailen, an domian@wdr.de und wir reichen es gerne an dich weiter, Kerstin. Okay? An Domian, wie war das? Ich sag, wenn sich jemand bei uns meldet, reichen wir das gerne an dich weiter. Okay? Aha. Und dann wünsche ich alles Gute, weil ich mich jetzt noch jemanden in der Leitung habe, mit dem ich unbedingt reden möchte. Okay? Ja, welche Adresse? Ich habe die Adresse nicht verstanden. Nein, wenn sich bei uns jemand meldet, werden wir das an dich weiterreichen. So, ja, okay? Geht klar. Okay, tschüss. Gut, danke. Und die Sandra, 19 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo, Sandra. Du hast auch Angst vor einem Mann. Genau, vor meinem Vater. Warum? Er schlägt mich unter anderem und was ich allerdings viel schlimmer finde, ist der Druck, den er auf mich ausübt. Welchen Druck übt er auf dich aus? Das sind verschiedene Sachen. Schulisch, was Arbeiten angeht und auch sonstige Sachen. Also ich darf weder Telefon noch Internet nutzen. Mhm. Ich darf nicht Fernsehen gucken, keine Musik hören. Ich darf in der Wohnung nicht rauchen, obwohl meine Mutter in der Wohnung rauchen darf. Also ich muss dann auch im Winter auf den Balkon gehen. Ja. Auch nachts, wenn ich irgendwie um 12 noch wach bin oder später, darf ich aus dem Zimmer nicht mehr raus, muss aber zum Rauchen auf dem Balkon. Darfst du einen Freund haben? Ja, klar, das ja, aber er sollte Deutscher sein. Mhm. Ich war 3,5 Jahre mit einem Türken zusammen. Ja. Dann war ich 91, war ich schwanger von ihm. Und musste die Schwangerschaft dann abbrechen, weil er das so wollte, Weil er das so wollte? Weil er das Da warst du wie alt? Da war ich 17. 17. Und er schlägt dich? Und er schlägt mich ja regelmäßig. Oft? Regelmäßig? Also einmal die Woche. Einmal die Woche? Ungefähr. So, jetzt frage ich, also die erste ganz naheliegende Frage ist, warum bist du in dieser Wohnung noch? Sag mir jetzt nicht, dass du kein Geld hast, da auszuziehen. Genau, das ist es. Nee, das ist es nicht. Nee, Sandra, das ist es nicht. Nee. Das ist es. Also ich war mehrfach beim Jugendamt. Ja. Auch als ich schwanger war, habe denen gesagt, ich bin erst 17, ich bin noch nicht volljährig, ich habe kein Geld, um auszuziehen. Damals meinten sie, ich müsste warten, bis ich volljährig wäre. Ja. Und ansonsten könnte ich nur dann in Mutter-Kindheim mit Einverständniserklärung meiner Mutter. Ja. Dann habe ich mit meiner Mutter gesprochen, sie konnte sie mir nicht geben, weil sonst hätte sie halt von meinem Vater einen auf den Deckel gekriegt. Ja, nee, also das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn eine junge Frau in einer derartigen Notsituation ist, dass wir immer irgendeine Anlaufstelle in Deutschland haben, die es der Frau ermöglicht, aus dieser Zwangssituation herauszukommen. Das war gar nichts. Ich habe jetzt gerade gefragt, nicht ganz mitbekommen, bist du noch Schülerin oder arbeitest du? Ich bin beides. Also ich gehe zurzeit zur Schule und arbeite am Wochenende. Ja. Dennoch, Sandra, geht es mir nicht in den Kopf, dass das Argument, ich habe kein Geld, ich kann nicht irgendwo wohnen, das Argument ist, sich einer solchen Behandlung auszusetzen. Es gibt immer, gerade in unserem Land, immer irgendwelche Mittel, Wege und Möglichkeiten, dass man sich zumindest notdürftig eine Weile finanziert. Ich habe alles versucht. Ich habe alles versucht. Wie gesagt, Jugendamt, da war ich jetzt vor einer Woche. Ja, du bist ja schon 19. Ja, da haben sie auch zu mir gesagt, ich soll dann zum Sozialamt gehen. Beim Sozialamt meinten sie dann, ich soll mir ein Frauenhaus suchen oder sonst irgendwas. Und ansonsten soll ich entweder meinen Vater verklagen oder warten, bis ich 21 bin. Ja. Also, nochmal, ich bin hundertprozentig sicher, dass es einen Weg gibt. Hundertprozentig. Ich habe genügend Geschichten hier auch in der Sendung gehört, wo junge Frauen mir erzählt haben, dass sie es dann geschafft haben.
Das wäre ja absurd, dass aufgrund des Geldes du dich da schlagen lassen musst, jede Woche. Und all diese Dinge hast du aushalten musst. Klar, ja. Wir beraten mal gleich gemeinsam darüber, was man da noch tun könnte. Das heißt, wir rufen dich gleich nochmal an, Sandra. Super. Okay? Okay, alles danke. Gute. Bis gleich. Auch tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere ja durchaus ernste Sendung. Ich habe Angst vor diesem Mann. In der Technik war Gundel Blendin. Wir sind morgen wieder da mit einer freien Themennacht um 1 Uhr bei 1 Live, im Radio 1 Live und im WDR Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen.